Hallo und herzlich willkommen zu Harvest Life, einem Harvest Moon ähnlichem Spiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wie man mich kennt, spiele ich halt einfach mal grundsätzlich alles, was halbwegs interessant aussieht. Und deswegen habe ich dieses Spiel einfach mal geholt und mal getestet und mal gucken und mal schauen. Der hat ein Flanellhemd an, den nehme ich. Postbotin ist die Vivian. Nee, irgendwas, was ich mir merken kann. Die Luti. Die Luti. Der Postbote ist Klaus, Dieter, Jacob, Kai. Ich finde, das sollte ein Name sein. Oh, der Björn. Das finde ich gut. Gib mir nochmal Björn. Ich will nochmal Björn. Matthias, Lars, Jan, Fabian. Schreib selber hin. Björn. Okay. Und Großvater ist... Oh, Großvater ist mein Großvater. Lange verstorben, aber egal. Meine Vorliebe sind Weiber. Soweit ich weiß. Okay. So, also ich bin in Duwald angekommen. Zuletzt war ich hier als Kind, vor über 10 Jahren. Vor 10 Jahren warst du kein Kind. Es hat sich überhaupt nicht geändert. Mein Großvater hat mir einen Brief geschrieben und mich gebeten, ihm auf seiner Farm zu helfen. Ich war eher zögerlich. Hier sagt sich schließlich Fuchs und Hase gute Nacht. Aber als Kind habe ich es geliebt, in den Sommerferien hierher zu kommen. Und da ich meinen Großvater so lange nicht mehr sah, entschied ich mich dazu, ihn zu besuchen und aufzuhelfen. Auszuhelfen, nicht aufzuhelfen. Ist nicht hingefallen. Willkommen auf meinem Hof, bescheiden. Nun, deine Farm genau zu sein. Meine Farm? Ja, ich habe dir Brief geschrieben. Nicht? Seit meinem Unfall mit dem Baum ist nicht mehr Lage, mir die Farm zu kümmern. Außerdem, mein Kopf tut ganz schön weh. Ich habe versucht, Teile der Farm Vieh zu verkaufen und es hat einfach nicht geklappt. Nein. Es ist bereits Spiel. Geh ins Haus und leg dich schlafen. Geh pennen, du Sack. Ich habe mir vor dem Verkauf des Zeit der Farbe Haus gekauft. Steh da drüben. Das ist bisher gemütlich. Du stehst besonders gut. Okay, es geht, um aufzustehen. Warum sagt mir das mein Opa? Okay. Zeichentisch. Was? Zeichentisch? Das sieht eher aus wie ein Kamin. Das ist ein Tisch. Definitiv ein Tisch, aber kein Zeichentisch. Okay, kein Sprit? Ja. Gut, wir sind dann hier. Typische Harvest Moon-Manier. Wir haben jetzt einfach mal... Ich meine, unser Opa lebt ausnahmsweise mal. Morgen, Guten. Ich hoffe, du hast geschlafen schön. Du hast heute viel vor dir. Miau. Und eine Frau kommt an. Die Sarah. Hilfe, Hilfe, da steckt eine Katze auf dem Hauptfest. Das ist meine. Aber ich sag nicht, wie sie darauf gekommen ist. Du musst ihr vom Baum helfen. Wieder schon. Sie kommen immer und wieder. Jedes Mal bleiben sie auf Steckenbaum. Der einzige Weg, sie hinter uns zu holen, ist Baum abzuholzen. Aber das ist gut Gelegenheit. Hier Axt, wenn du nimmst. Wenn du Baum holst, Holz, Baum und Äpfel fallen. Aber unter Bildschirmrand kannst du Aktionen in deinem Inventar sehen. Du kannst mit dem Maustasten 3-1 und benutzt du Linktaste jetzt Baum abzuholzen. Du kannst einige Male schlagen, bevor Baum holst. Aber wenn er umfällt, dann linke Maustaste erneut. Du kannst einige Male... Das hast du mir gerade schon gesagt. Wie ist der gewünschte Name? Wofür? Juhu, und sie scheint dich zu mögen. War eigentlich meine, aber kannst du haben. Vielleicht möchte sie auf der Farm bleiben. Willst du ihren Namen geben? Klar. Pudel. Meine Katze heißt Pudel. Oh, vergessen bevor. Du musst diese Säge immer benutzen, Holzscheitel zu schlagen, sonst kannst du Kunden verkaufen. Oh, nur eine Etappe, dein Laden. Hier kannst du alle Gegenstände lagern ein. Inventar 3 Gegenstände limitiert. Von Zeit zu Zeit Kunden statt automatisch Gegenstände kaufen, wenn der gewünschte vorhanden Gegenstand ist. So, das war's für erste das sein. Wenn du mal nicht wissen, was soll kommen, die Aufgabe stellen und dich dafür besorgen, belohnen. Ich glaube, mein Opa ist ein bisschen verwirrt. Hier sind ein paar Aufgaben für den Anfang. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Erhalte weiter. Für Aufgaben absolviert erhältst du Belohnung. Okay. Oh wei, oh wei. So, das ist jetzt mein Lagerhaus. Oh Gott, das kann man mit Controller spielen. Warum sagt mir das keiner? Das werde ich tun. Dann habe ich zumindest auch die Tasten, die da unten stehen. Okay, ich konnte mich kurzzeitig nicht bewegen. Wie sprinte ich? R1. So, alles klar. Huhn. Brag. Anderes Huhn. Brag. Okay, ich würde gerne das hier abbauen. Dann würde ich das hier gerne abbauen. Und dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Kartoffeln pflanzen, Felder bewässern, Trog füllen. Welchen Trog? Ich habe nicht mal Tiere, außer Hühner. Kann ich das hier auch pflanzen? Was habe ich da gerade getan? Hühner brauchen Trinken. Quack, quack.
Quack. Okay. Ich bin jetzt schon hart überfordert. Okay. Hier ist Holz. Da ist Apfel. Ah, die Pfeile zeigen da. Okay. Schöner Tag heute, alles. Okay. Ich würde gerne in meine Wohnung. Darf ich gar nicht schlafen gehen? Okay. Der Tag ist für mich gelaufen. Okay, Moment. Also erstmal Trog. Was ist das? Futterumwandlungsmaschine. Ah ja. Da Wasser. Pilz? Erstmal direkt mit. Okay. Hi. Okay, ich schätze mal, das sind beide Felder. Ich habe bewässert, okay. Ich habe doch mal bewässert. Ich muss erstmal klarkommen, was ich hier mache. So, ich brauche Kartoffeln. Ich habe keine Kartoffeln. Das könnten Süßkartoffeln sein, ich weiß nicht. Nein. Das sind Kürbis, definitiv. Das sind Äpfel. Äpfel? Das könnte auch Tomaten sein. Die Karotten sind also Kartoffeln. Okay. Da spricht der. Ja, ich habe absolut keine Ahnung von Feldarbeit, wenn ich ehrlich bin. Und mein Pudel läuft mir die ganze Zeit hinterher. Ist auch schön. Heißt das, ich muss jetzt... Ich habe kein Wasser mehr. Heißt das, ich muss jetzt erstmal ein neues Feld anlegen, damit ich da nochmal irgendwie... was pflanzen kann? Ich habe keine Hake. Habe ich jetzt verkackt? Habe ich meine allererste Aufgabe schon verschissen? Ja, miau. Das geziemt sich nicht für Pudel. Ich würde gern... Kein Verkauf! Kein Verkauf, keine Rüben. Da steht sogar, dass es Karotten sind. Links oben steht auch, dass es Karotten sind. Warum lese ich Kartoffeln? Ich habe das Gefühl, mir ist auch ein Baum auf den Kopf gefallen. Okay, das macht Sinn. Ich sehe es ein. Na, wie nimmt es sich hier mit der Farbe? Ich meine, ja. Okay. Tiere. Er direkt schon wieder. Okay. Was willst du mit Holz? Also, Mega, findest du dich deine Geschenke? Ja, freu dich auf und gewinnst Herzen. Hallo, Jumping. Wie macht sich die Farm? Hast du auch Schweine? Siehst du Schweine? Ich nicht. Okay, ich muss nochmal irgendwie. Ich will nicht mit meinem Pudel reden. Ich würde gern. Ich wollte auch keinen Apfel essen. Ich würde gerne erstmal wissen, wo mein Trog ist. Ach, da. Bei den Kühen, die definitiv keine Schweine sind. Trog gefüllt. Einen. Ich habe offensichtlich noch andere Tiere. Eine Mu. Ich habe absolut keinen Überblick, wie groß meine Farm eigentlich ist. Und was ich hier alles machen kann. Oh nein. Wack. Wack. Willst du Milch? Schön, habe ich nicht. Willst du Tomaten? Ich bin gerade erst eingezogen. Ich suche immer noch meinen zweiten Trog. Von irgendwelchen Tieren, die gerade echt am Verdursten sind. Ich habe keine Ahnung, wo. Das ist voll Inventar. Okay. Schließen. Ich würde sagen, es ist noch Early Access. Vielleicht irre ich mich auch. Keine Ahnung. Nein, nicht abhauen. Tor blockiert ist. Jetzt zu. Jetzt auch. Kriege ich das Tor auch zu, wenn ich nicht drin bin? Danke. Okay, fuck it. Scheiß auf meine Aufgabe, ich gehe in die Stadt. Okay, welcher Trog? Ich sehe nur einen. Ich meine, klar, die brauchen wir nur irgendwie was zu... Hungrig Tiere sind. Tor blockiert. Danke, Großvater, du bist eine riesengroße Hilfe. Ja, ich kann keine Karotten mehr anpflanzen. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen verkackt, habe ich das Gefühl. Großväter, hierhin, hilf mir. Aga. Ich kann meine allererste Aufgabe nicht erfüllen, weil ich... Weißt du was, wir gehen schlafen. Ich hoffe einfach, dass morgen früh alle meine Probleme vorbei sind. Ach, rechts oben ist eine Uhr. Warum sagt mir mein Großvater, dass mein Bett sehr gemütlich ist? Alter, schlaf weiter! Es ist 13. Du hast 4 Stunden geschlafen oder so.
Ist das dein Ernst? Bis dahin wächst nichts. Echt jetzt? Ich kann nicht bis morgen früh schlafen. Ihr habt Hunger. Das freut mich. Nicht. Ich würde euch gerne was zu essen geben, aber keine Ahnung. Hier gibt es so einen Trog und der ist voll, soweit ich weiß. Aber ich esse einen Apfel. Das mache ich gerne. Meine Kühe haben auch Hunger. Ja. Ich fresse hier einfach alles weg, aber meine Tiere verrecken. Kuh. Okay, ich könnte meine Kuh umbenennen, aber das will ich nicht. Hier noch mehr Wasser. Blockiertür sein. Ich kriege nicht so viel Tutorial, wie ich jetzt eigentlich erwartet hätte. Dein Beutel damit ist bereits voll. Okay. Also verhungern werde ich nicht. Nein. Wie kann ich hier auf irgendwas? Zwei Hühner haben zurzeit in diesem Hühnerstall. Maximal 6 Hühner können diesen Hühnerstall nehmen. Das ist schön. Das freut mich ungemein. Aber wie kann ich meine Tiere füttern? Das ist irgendwie das, was mich jetzt gerade am meisten interessiert. So ein bisschen. Okay, also ich sehe, dass links, rechts unten steht, dass mein Ding jetzt voll ist. Der Napf. Ich schätze mal, das ist einfach das Tierfutter. Ist ja auch toll, aber wie fütter ich die Tiere? Back, back. Ich schieb's ihnen in den Rachen. Hier, friss. Oha, jetzt muss ich aber zur Futtermaschine. Ich kann die einfach voll stopfen, egal wie viel ich hab. Jetzt habe ich auch noch einen Generator im Haus. Oh. Könnte so aufhören, mich mit Informationen voll zu stopfen, die ich keine Ahnung habe. Hoppala. Hört sich Energie. Jawohl, ja. Wie viel Futter kriege ich dafür? Nichts. Einfach nichts. Ist immer noch nicht genug Energie. Mehr, mehr. Pudel, geh weg. Shit. Ding, ding, ding. Habe ich jetzt genug, um mir ein bisschen Futter zu nehmen? Karotte nur Rüben, Tierfutter herzustellen, du musst. Okay. Dafür muss die Kacke erstmal wachsen. Was sie nicht tut. Also tut schon, aber es dauert ewig. Ich würde ja gerne schlafen. Kann ich aber nicht, weil ich bin nicht müde. So viele Probleme. Gefühlt hat er an einem Tag aber auch schon so viel gemümmelt. Das ist nicht der Generator, vor dem ich hier gerade stehe. Oder muss ich ein Quicktime-Event machen, damit ich mich hinsetzen kann? Echt jetzt? Ich brauche ein Quicktime-Event, damit ich... Naja, warum nicht? Oder war das doch der Generator? Ach, das war der Generator. Warum kann ich den Generator über die Bank hinweg benutzen? Ding, ding, ding. Du warst zu scheiße. Kann ich die Sachen nicht einfach... Egal welche Taste ich drücke, er frisst die Beeren weg. Das juckt ihn nicht. Egal ob seine Tiere Hunger haben oder nicht, das ist ihm scheißegal. Na gut, dann ist sie weg. Schöner Tag. Tag schön. Hier, ich kann dir ein bisschen Futter geben und dir kann ich ein bisschen. Ja, ach nee. Ich habe das Tor jetzt einfach mal mit Absicht aufgelassen. Ich habe keine Ahnung, ob die Tiere abhauen oder nicht. Würde ich gerne, habe ich aber keine Ruben und Grüben und Robel und Höbel und Döbel, habe ich nicht. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt gerade machen kann, ist Bäume fällen. Für Holz. Weiß Gott, was ich mit dem Holz anfangen kann. Das Spiel ist schon ein bisschen speziell. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dafür. Das kann sein. So, ich habe Apfel, Holz, Holz, Apfel, Apfel, Holz, Holz, Apfel, 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 Holz. Hackholz zu Scheide. Du kannst... Danke, Großvater.
Ja, wie mache ich das? Oh mein Gott! Ja! Interessant. Also, man kann das Spiel mit Controller spielen, aber nicht hundertprozentig. Dafür brauche ich jetzt nämlich die Maus. Okay, ja. Ist jetzt nicht so schwer. Hätte man sich ja auch irgendwie ein bisschen sparen können. Aber wofür? Ich meine, ich krieg Holzscheite. Ich verstehe. Gehackte Holzscheits. Aber. Sag mal, war das mal ein Handyspiel? Aber. Was mache ich damit? Kann ich was bauen? Ich weiß, ich brauche halt immer noch Energie. Beziehungsweise keine Energie, ich brauche Rüben. Rüben kriege ich nicht aus Holz, soweit ich weiß. So viel Holz habe ich doch gar nicht mehr. Du, kein Holz. Ja, Kühe, ich weiß, ihr habt Hunger. Ich mache mein Bestes. Mein Opa hat mich hier reingeschmissen und hat gesagt, mach, Junge. Und jetzt versuche ich zu machen. Ja doch, der Gorilla soll vergangenen Dienstag Passanten auf Bananen angesprochen haben. Haben Sie den Affen auch gesehen? Schreiben Sie uns. Klar. Hab ich eigentlich jemals Hunger? So richtig? Ich kann zwar alles essen, aber... Achso, doch, ja, stimmt. Ich habe eine Essenanzeige. Ah, das Spiel bringt mich total durcheinander. So. Ich habe Holz. Und Holzscheide. Kein Verkauf. Warum nicht? Die verkaufe ich mal nicht, weil die brauche ich ja fürs Futter, richtig? Äpfel kann ich zerschneiden. Guck mal, wie das bringt. Wenn ich jetzt ein Ei einlager, kriege ich da morgen 15 Taler für? Oh ein Ei. Ich versuche mich hier gerade durch dieses Spiel durchzuraten. Das ist das Beste, was ich tun kann. Wann ist denn mal mein Kram fertig? Ich muss noch mal Kartoffeln anbacken, damit ich ein bisschen mehr Tutorial kriege. Ich habe das Gefühl, ich habe schon komplett verkackt. Okay. Ich bin bereit zu ernten. Hi, es stimmt also, du bist zurück. Erinnerst du dich auch eigentlich? Ich bin Lucy. Oh Gott, hi Lucy. Es freut mich, dass du wieder da bist. Ich arbeite zur Zeit als Postbote. Ich beneide dich, auf dem Hof zu arbeiten. Tschüss, ich gehe schon mal aus dem Bild. Würde mir gefallen, insbesondere mit Tieren. Ich muss jetzt aber weiter die Post ausliefern. Wir sehen uns. Wir sind schon lange weg. Die örtliche Polizei bitte durch ihre Mithilfe. Es wurde erneut Spaßvögel gesichtet, die sich als Killerclowns verkleiden. Da dies insbesondere Kinder große Angst einflößt, aber auch zu Autounfällen führen kann, bei Straßen, die hier nicht vorhanden sind, kann ich bereits seit einigen Wochen eine Verkleidung als Clown im öffentlichen Raum verboten. Das wurde mitgeteilt, dass die Polizei in diesem Fall hart durchgreifen wird. Okay. Jetzt muss ich die Kacke wässern. Ich dachte, ich kann sie jetzt mal endlich ernten, damit ich... Whatever. Ich nehme einfach, was kommt. Vor allem, ich kann halt einfach nochmal mein Feld nicht ausbauen. Warum nicht? Ich brauche eine Hake. Opa, hast du keine Gartengeräte? Ich verstehe es nicht. Oder muss ich mir erst eine zusammencraften? Ich habe keine Ahnung. Wow. Stein kann ich nicht mitnehmen. Und ich habe auch keine... Also ich... Ja, Müdigkeitsanzeige und sowas halt, aber... Ich kann machen, was ich will. Ich kann ja dann auch direkt wieder ins Bett, oder? Nimmt meine Müdigkeitsanzeige überhaupt zu, wenn ich hier irgendwas hacke? Das wirkt nicht so. Und wie komme ich an die Bäume hinter den Bäumen? Gar nicht. Okay. Ja, das heißt, ich kann ja theoretisch auch mein Holz verkaufen. Holzscheits bringen sogar noch viel, 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 viel mehr. Das ist ja toll. Dann werde ich mal mein Holz scheiden und dann hoffe ich mal irgendwann... Ich raste aus, es ist fertig. Okay, kann ich ja direkt mal das Neue pflanzen. Ich habe das Tutorial endlich geschafft. Ich bin so begeistert. Heißt aber nicht, dass mir das irgendwas gebracht hätte. So. Nochmal gut Fruit Ninja spielen. Mein Inventar ist voll. Oh Gott, wie kann mein Inventar voll sein? Habe ich nur 3 Plätze? Verkauf Äpfel. Nobody cares. Okay, ich muss erstmal Futter herstellen.
Ich selber erstmal kurz eine Beere. Und noch eine andere Beere. Und Opa geht sonst wohin. Das ist ja nicht mal sein Hof. Okay. Die Tiere können versorgt werden. Ich komme. Hier. Futter. Futter, mein Kind. Iss! Iss, du Kuh! Dann nicht. Was mit dir? Ja, und du. Wie kann ich euch denn melken eigentlich? Ah. Okay. Ich melke, indem ich euch fütter. Gut, dass das bei mir nicht so funktioniert. So, dann würde ich gerne... Ich verstehe aber die Leute noch nicht. Jetzt kommen... Oder ist das mein Laden? Ist ja mein Lagerhaus. Ich verstehe schon den Sinn. Hi, Pudel. Aber... Keine Ahnung. Oder ist, kannst du Objekte verkaufen tun? Kannst du auch drehen. Ich habe gerade mein komplettes Geld in den Sand gesetzt, weil ich immer wieder Gras auf neues Gras gepflanzt habe. Schön zu wissen. Ja, gut. Okay. So viel dann zu meinem Geld. Ach nee, ich habe es nicht ausgegeben. Okay, ab zurück zum Zeichentisch. Ich brauche mehr Acker. Pudel. Okay, hier, wie kann ich denn... Ah. Okay. Ich kann mir kein Schwein leisten. Brauche ich auch keiner. So. Darf ich das erstmal speichern? Gespeichert. Super. Sicher, ungesicherte Änderungen gehen verloren. Da ist mir gerade was runtergefallen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Direkt erstmal Kohl ranwerfen. Noch mehr Kohl. Nochmal Kohl. Ja, aber das ist, glaube ich, irgendwie so das Leben. Nicht so spannend. Muss ich tatsächlich sagen. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, die Leute sind sehr interessant, aber... Ja, das war's dann auch. So, ich würde gerne einmal das hier reinschmeißen. Zum Verkauf anbieten. Ich brauche nur Karotten. Man kann sicherlich auch noch irgendwie Leute kennenlernen und so ein ganzer Kram. Ob man das muss? Gute Frage. Ich werde morgen mal um 6 nochmal aufstehen. Vielleicht irgendwann dann mal. Keine Ahnung. Kommt immer drauf an, wie lange er schläft. Ist bei ihm ja immer sehr unterschiedlich. Und dann gehe ich mal in die Stadt und mal gucken, was da so abgeht. Vielleicht ist der Party oder irgendwie ein neues Event oder Dorffest oder so. Keine Ahnung. Aber dafür muss ich erstmal schlafen gehen. Das Schlafen-Feature finde ich echt ein bisschen kurios. Ich meine, klar, man schläft halt grundsätzlich immer nur so lange, wie man eigentlich müde ist. Aber keine Ahnung. Der Junge arbeitet 24 Stunden, pennt dann für 3. Nicht ganz nachvollziehbar. Boah, das ist aber eine teure Brücke. Gehört mir das dann auch direkt? Oder ist das eher nur so, ey, du hast ja jetzt eine Brücke gebaut? Und wenn es da oben eine Brücke gibt, warum gibt es hier unten noch eine? Oh, ich kann die selber bauen. Ja, könnte ich machen. Habe ich jetzt gerade nicht so das Interesse dran, aber könnte ich. Gehört das hier alles mir? Warum kann ich so viel essen? So viel Hunger habe ich gar nicht, wie viele Bären hier rumwachsen. Nur mehr Bären. Okay. Das ist ein verdammt langer Weg. Okay, man kann später angeln. Oder man kann einfach nur Wasser holen bei einem sehr, 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 sehr weit entfernten Steg. Würde mich ja interessieren, ob es noch irgendwas gibt zum Decken oder so. Oder ob das später einfach alles mir gehört. Weil ich so ein arschreicher Typ bin. Keine Ahnung, was ist hier? Gibt es denn doch irgendwie eine Höhle? Wildtiere. Dinge. Die Tatsache, dass ich irgendwie das Holz hier weghacken kann, macht mir schon ein bisschen Sorgen, dass das hier irgendwann alles meins ist. Alter Bienenstock, leider ohne Bienen. Wenn neue Bienenvölker finden, nur nicht verkaufen können. Okay. Das heißt, ich muss erst eine Brücke... Ich muss erst eine Brücke bauen. Also muss ich nicht. Ich kann auch jedes Mal außen rumrennen.
Damit ich an meinen Bienenbaum rennen kann? Das wirkt sehr umständlich. Ich könnte mir auch einfach einen Baum nehmen, wo der bei mir da hinten im Hinterhof steht. Aber gut. Oh, hi. Hallo, du bist also der neue Besitzer der Farm. Ich bin einfach Freund des Großvaters. Ich liebe und liebe den Angeln. Ich schenke dir Angeln und zeige dir, wie man Fische angelt. Nein. Zuerst müssen wir Köder auswerfen und darauf achten, die korrekte Stärke anzuweisen, damit alleine nicht reißen, um eine gute Position zu treffen. Dann müssen wir den Schwimmer beobachten, wie stark er wackelt und der Fisch angebissen hat und sich befreien. Der letzte Schritt ist die Bewegung des Fisches zu folgen und daran zu fliehen. Jetzt hast du viel Glück. Hier. Oh, direkt aus Stardew Valley bzw. aus Breath of Fire 3 geklaut. Kaum ab. Ich muss sagen, so ein Angel-Minispiel mag ich wesentlich mehr als wie normales Angeln. Bei dem Metall ist voll, direkt wieder reingeworfen. Zum Erklären reicht. Also, dass ich nur 3 Inventarplätze habe, ist ja schon echt ein bisschen hart. Davon ausgehen, dass es hier vermutlich noch mehrere Items gibt. Ja gut, vorher war ja erstmal alles ins Lager und dann gehen wir mal in die Stadt und dann gucken wir uns mal um. Ich weiß nicht, ob uns in dem Spiel noch ein bisschen mehr erwartet. Kann ich gerade nicht beurteilen. Ich wage es aber schon ein bisschen zu bezweifeln. Ja, die Karotten wollte ich. Obwohl, die kann ich auch lagern. Die verkaufe ich ja nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache ein ziemliches Minusgeschäft in der Gegend hier. Hier ist halt nichts los, aber okay. Ja, meine Taschenlampe ist noch an. Ich glaube, es ist noch mitten in der Nacht. Hi. Glücksrad. Alter, das war sowas von ein Handyspiel immer. Hey. Tierfutter. Scheiße, was, dass das Ding schon voll war. Hi, ich brauche eine Hake. Ey, du siehst aus wie ich. Bist du mein verschollener Vater? Moment, was heißt verbessern? Verbessern heißt ja, dass ich es hab. Ja gut, ist eine Axt, ist ein Generator. Ich könnte einen besseren Generator. Ich habe kein Geld. Leute kaufen nichts mehr. Warum kann ich hier überall... Gott. Warum kann ich hier überall Wasser auffüllen? Hi. Hey, tut mir leid, ich bin alleine. Und der Zombie walkt davon. Okay. Gibt es denn noch irgendwas? Ah ja. Was ist das hier? Warum? Wie? Das verstehe ich nicht. Hi, möchten Sie Lebensmittel kaufen? Von mir. Sei gegrüßt. Die Pille. Okay. Das war's. Das war die Stadt. Okay. Nice. Okay, ich schätze mal, die Leute kommen zu mir, weil sie irgendwas kaufen wollen. Hi, hi. Ja, das mit dem Verkaufen, das werde ich jetzt mal testen, aber so, ich habe keine Ahnung. Das Spiel kann interessant sein, ist vielleicht was für Leute, die so, keine Ahnung, die es lieber ein bisschen leichter haben wollen als Harvest Moon. Ich weiß nicht, dass es sowas gibt, aber scheinbar gibt es sowas. Für mich persönlich ist es jetzt nichts, weil... Bis auf die seltsamen Charakter, die hier rumlaufen. Es ist jetzt nicht so spannend. Was möchtest du? Wenn du jetzt zu mir kommst, um mir was zu erzählen, obwohl ich gerade mit dir geredet habe, lass dich aus. Highlight, Noah, der Darsteller, der Protagonist, der Blockbuster in Vitra, ist diesen Mittwoch im Buchladen und gibt Autogramme. Verpass ihn nicht. Interessiert mich, Scheiß. Nein, Junior. Ich kann den Leuten nur Pralinen schenken. Oh Gott. Vielleicht möchte ich Björn keine Pralinen schenken. Vielleicht würde ich dem einfach hier einen Kackhaufen schenken. Weil er ein scheiß Postbote ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Björn und ich habe ihren Namen vergessen. Dass das meine einzigen Love Interests sind, die überhaupt in der Stadt durch die Gegend latschen. Wie oft kann ich das tun? Warum dauert das so lange? Oh, schade. Du hast heute bereits das Glück. Ich habe das heute sogar schon zweimal benutzt.
Ich glaube, ich habe einen Knick in der Linse. Schwören könnte ich, stand vor einem Haus. Ja, okay. Kann das sein, dass ich am ersten Tag schon so hart verkackt habe, dass niemand mehr kommt, um irgendwas zu kaufen? So direkt. Oh, neuer Fahrer, lass mal gucken, was der hat so am ersten Tag. Ach, der hat ja gar nichts im Angebot. Dem geben wir nie wieder. Das gibt's, ey, da gibt's ja echt richtig schlechte Bewertungen auf Yelp. Und da sagen wir im ganzen Dorf auch Bescheid. Da wollen wir nicht nochmal hin. Alter, Kürbisse sind aber schon ein bisschen hart. Ein Kürbis. Ich habe meine Zweifel. Okay, wir wollen das nochmal einlagern. Alles, was wir haben, keine Ahnung. Und dann reicht's aber, glaube ich, auch. Dann kann uns... Ich wollte sagen, dann kann unser Opa auch in Ruhe sterben, weil wir haben ja jetzt die Farm voll im Griff. Und dann ziehen wir das auch voll durch. Hier wird alles wunderschön. Irgendwann in 1000 Jahren. Aber nicht mit mir. Vielleicht mit euch, aber nicht mit mir. Okay. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Spiel irgendwie gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich gerne teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Und ich find's cool, dass mein Dach irgendwie nicht vorhanden ist, weil man hat den Schatten gesehen und egal. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Bis dahin. Ciao, ciao.